Herzlich willkommen bei Urwettermann kompakt erklärt. Heute das Thema unser neuer Brandschutzkanal PLM. Wir unterhalten uns ein bisschen über die Technikdetails des Kanals im Detail und dafür habe ich mir Stefan Fobbe, Produktmanagement aus dem Bereich Brandschutz, hier ins Studio geholt. Viel Spaß! Stefan, herzlich willkommen bei uns hier im kleinen, aber feinen Produktstudio. Ja, ich habe dich ja eingeladen für den Brandschutzkanal. Sehr richtig. Dankeschön, Carsten, für die Einladung. Das neue Brandschutzkanalsystem PLM hat einige neue Eigenschaften und Features im Vergleich zum Vorgängerprodukt BSKM. Mhm. Um mal das Wichtigste vorab zu nennen, wir können mit dem neuen Brandschutzkanalsystem PLM eine innenliegende Verbindertechnik als Feature vorweisen, mit der wir ganz viele Neuheiten auch verbinden können, wie zum Beispiel eine Montage in der Raumecke oder eine Verbindung oder Installation der Kanäle mit Nullabstand zueinander. Das heißt, diese innenliegende Verbindertechnik ersetzt uns ganz viele Probleme, die wir bei dem Vorgängerprodukt BSKM hatten. Und da können wir ganz gerne nochmal intensiver einsteigen. Hinter uns an der Wand ist ja schon das neue Kanalsystem und es ist genau, was du sagtest, ich vermisse den Verbinder, den gibt es ja gar nicht mehr. Und ich glaube, wenn wir mal da reinschauen, dann werden wir sehen, warum das so ist. Ja, können wir gerne den Deckel mal ab. Ja. Was mir sofort auffällt, da ist was drin, was mitten in der Kanalstrecke ist und genau hier ist auch die Stoßstelle. Und das ist der innenliegende Verbinder. Ja, genau. Das ist das innenliegende Verbindersystem, was auch gleichzeitig dafür sorgt, den Kanalstoß der Kanalwanne abzudichten, ja, von innen nach außen. Ja. Das heißt, wir haben ja im Brandschutz die Anforderung, auch eine gewisse Rauchgasdichtigkeit zu erstellen. Das kann ich mit diesem Verbinder erzeugen, den ich werkzeuglos einsetzen kann. Das heißt, der Installateur benötigt kein Werkzeug, keine Dübel, keine Befestigung, die äußerlich irgendwelche Einflüsse schaffen. Und mit diesem Verbindersystem können wir auch einen sogenannten Deckelversatz erzeugen, wie bei einer normalen Installation eines gewöhnlichen Installationskanals auch. Das heißt, ich habe zur Stoßstelle des Kanals und zur Stoßstelle des Deckels einen Versatz, den ich erzeugen kann, um mir viel mehr Stabilität auch in das System zu bringen. Aber irgendwann kommt eine Stoßstelle. Irgendwann habe ich quasi hier, sagen wir mal, einen kleinen Spalt, Millimeter. Ja. Was mache ich denn dann? Die Stoßstelle im Deckel können wir einfach errichten mit einem kleinen Bauteil. Das ist hier dieses Bauteil, Deckelunterstützung. Ja. Setze ich da ein, wo ich es möchte, auch werkzeuglos einzusetzen. Ich brauche mich um keine Abstände bemühen, kann es da einsetzen, wo ich will. Und es ist sehr einfach einzuwenden. Wenn der Kanal also hier enden würde, setze ich es hier ein. Wenn ich den Kanal überlappen, setze ich da an, wo der Kanal aufhört. Also wahrscheinlich dann hier. Stimmt. Geht einfach rein, geht auch wieder einfach raus. Geht einfach rein. Das ist das Geheimnis wahrscheinlich, diese Isolierschicht, diese Schaumstoffdichtung, die aber schon hinter befindet. Genau. Wir haben da eine Dichtung eingearbeitet, die dafür sorgt, dass die Stoßstelle rauchgasdicht abgedeckt wird, von innen nach außen. Und somit habe ich keine Einflüsse von außen, die ich sichtbar sehen kann. Prima. Stichwort Dimension. Jetzt haben wir hier das Format, ich glaube, es ist 80 mal 100. Mhm. Wir haben noch andere Dimensionen. Ja, wir haben vier Dimensionen, die wir im System aufgenommen haben. Das sind zum einen die Dimension 40 mal 40 als LKM-Lösung. Für Stichleitung. Für Stichleitung zum Beispiel. Wir haben die Dimension 40 mal 100, 80 mal 100 und 120 mal 200er Breite. Ja. Wir wollen uns damit angleichen auf unsere Kabeltragsysteme, die ja auch im 50er Raster aufgebaut werden. Stimmt. Können und können somit alle Tragsysteme optimal nutzen. Und rein weiß, wie auch der ältere Kanalsystem, wir haben rein weiße Lösungen außer dem gleichen Medium, sag ich mal, gleichen Bandbreite. Prima. Gibt es denn jetzt auch Features, die ich vom alten Kanalsystem kenne, die genau eins zu eins hier auch anwendbar sind? Es gibt zum Beispiel Features der Kabelausgänge mit der VTEC-Verschraubung oder der Mehrfachkabelausgang mit einem Schaumstoffblock. Das ist so geblieben wie bisher auch, wie bekannt draußen. Und das größte Feature ist, was wir haben jetzt zum Vergleich des BSKM-Kanals, die innenliegende Verbindungstechnik, die uns dann ermöglicht, Nullabstände zu erzeugen, wie ich gesagt habe, oder auch... Also quasi so. Richtig, genau. Der Verbinder ist innen drin, ich habe keine Überlappung mehr. Also man kann den
dicht an dicht setzen. Man kann den dicht an dicht setzen, es gibt keine Begrenzung mehr. Wir haben keine äußeren Einflüsse wie Dübel an der Wand. Man sieht die Dübel im Kanal bei Installation. Schließe ich die Installation ab mit dem Deckel, habe ich keine äußeren Einflüsse mehr. Und man kann nicht mehr unterscheiden, ob es ein Brandschutzkanal ist oder ein Installationskanal. Das wollte ich sagen. Also wäre es ein Blechkanal gewesen, wäre unser Rapid 80. Es gibt keinen großen Unterschied. Ich habe erfahren, ich kann sogar die Installation ermöglichen, jetzt an der Seite, Stiel hier und Deckel nach unten. Die Ausrichtung der Installation ist vollkommen egal, mehr oder weniger. Wir haben sämtliche Möglichkeiten abgedeckt, unter der Decke, an der Wand, abgehangen mit Tragsystem, vertikal, horizontal. Wir sind da ungebunden, was die Installation angeht. Auch die Positionierung des Verbinders ist uninteressant in dem Fall. Wir müssen uns nicht an Abstände halten und das gibt die maximale Flexibilität. Also der Kanal hat für mich momentan nur Vorteile, wirklich nur Vorteile. Also ich freue mich drauf, es ist ein tolles Produkt. Stefan, danke, dass du hier warst. Sehr gerne. Bis bald. Tschüss. Tschüss.